Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Ultima 7, die Schmiede der Tugend. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe jetzt doch nochmal mit dem Dämon geredet, das haben wir ja nicht mehr gemacht gehabt, nachdem ich nochmal neu geladen habe. Da haben wir übrigens noch den dunklen Kern, über den haben wir ja auch schon was gehört. Den kann man nämlich auch nochmal anklicken. Du fühlst dich, als würde dein Inneres erforscht, zunächst nur vorsichtig, dann mit mehr Nachdruck. Bilder von lange vergessen geglaubten Erinnerungen kehren ebenso zurück, wie die dazugehörenden Gefühle wieder in dir auffallen. Die Bilderflut gerät in Stocken, als dir die Worte Liebe, Sol, Monde und Tod wieder einfallen und das starke Gefühl eines Déjà-vu überkommt dich, als deine Vision die Gegenwart erreicht. Die Bilder verblassen und eine gewaltige Welle der Macht erfasst dich, einmal der Dunkelheit fällt. Okay. Dein Geist wird kurz erforscht, dann aber nicht weiter beachtet. Du bleibst mit einem flauen Gefühl und einer irrational düsteren Vorahnung zurück. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut war, das zu machen. Können wir eigentlich jetzt auch nochmal mit Erasien über das reden mit ihm? Über das, was gerade eben gewesen ist? Wenn der Kerl nicht schon wieder verschwunden wäre. Ja, auf jeden Fall, da geht's auf. Das dachte ich mir, dass es hier aufgeht. Wo ist Eratio wieder hin? Lass uns das mal wieder zumachen. Wer rausgegangen? Ah. Es ist irgendwie seltsam. Jetzt wollte ich nochmal mit ihm reden. Aber der ist wieder verschwunden. Ich dachte, der wäre ja nur verschwunden, nachdem er den Test da begonnen. Aber irgendwie scheint er komplett weg zu sein. Oder natürlich irgendwo, wo ich ihn jetzt nicht gefunden habe. Wenn nicht, dann machen wir einfach mal den Test. Was soll's. Oder ist er schon wieder aufgetaucht? Ach doch, da ist er doch. Ah ja, Dämonenspiegel. Mit dem Dämonenspiegel können wir tatsächlich reden jetzt. Ah, ihr habt also die Bekanntschaft dieses alten Schwätzers gemacht. Wahrlich, allzu oft denke ich, es wäre besser, wenn ich mich freimachte von dieser lästigen Kreatur. Aber manchmal erweist er sich doch als nützlich, wenn er nicht fortwährend jammern würde. Kämen er und ich vermutlich sehr viel besser zurecht. Es ist ein liebster Zeitvertreib. Er droht mir, bettelt mir und fleht mich an, ihn aus diesem dämlichen Spiegel herauszulassen. Glaub mir, wenn ich es vermochte, ich hätte es schon vor langer Zeit getan. Eresians runzeliges Gesicht ist seines Verdruss deutlich anzusehen. Er will diesen besonderen Stein. Ich habe das Juwel, das er sucht, tatsächlich einmal besessen, aber ich denke nicht, dass es ihn wirklich glücklich machen würde. Ich habe versucht, ihm zu erklären, dass es ihn nur in ein tragbares Gefängnis einschlösse. Aber was rede ich? Er ist einfach ein furchtbarer Dickschädel. Sicherlich. Arkadion verlangt es nach der Herrschaft über Britannia und er glaubt, dass dieser Edelstein ihm dabei helfen wird, seine Macht über das Reich auszuüben. In Wahrheit funktioniert der Aetherstein gerade andersherum. Seine Macht wird derjenige nutzen können, der den Stein besitzt. Der Stein wurde mir von einem griesgrämigen Drachen entwendet. Sie verschaffte sich Zutritt zum Schloss, lauerte den Golems auf, die die Schreine der Prinzipien bewacht und zerstörte eine perfekt getarnte Geheimtür auf ihrem Weg zum Test des Mutes. Ich hätte zu gern gesehen, wie sie sich durch das Loch in der Schlossmauer quetscht. Es ist eigentlich bei weitem nicht groß genug für einen Drachen. Die milchigen Augen des Magiers funkeln vor unterdrückter Fröhlichkeit. Ja. Ein paar menschenähnliche magische Wesen, die die Schreine der Prinzipien bewacht haben. Einer von ihnen ist allerdings herunterstürzenden Stein zum Opfer gefallen, als der Drache des Schlosses angriff. Der andere hat seinen Bruder, oder wie man ihn auch nennen mag, dann durch das Portal zum Test der Liebe getragen. Die Schreine liegen hinter den Türen am Ende der großen Halle. Dort findet ihr die drei hierfür von Lord British höchst selbst in Auftrag gegebenen Statuen, eine für jedes der drei Prinzipien. Verschwörerisch fügt er hinzu, ein wenig angestaubt vielleicht, aber dennoch vorzügliche Kleiderständer. Ich glaube,
Er wurde von Lord British ins Leben gerufen, um die Fähigkeiten im Kampf und den Mut einer tugendhaften Heldin zu erproben. Die Statuen im hinteren Teil des Schlosses können euch hierzu aber mehr sagen. Erasian grinst geheimnisvoll. Ich hatte noch nicht die Möglichkeit, mich eingehender damit zu beschäftigen, aber ihr dürft es selbstverständlich jederzeit tun. Er lächelt wie ein Großvater, der seinen Enkel ein Geschenk macht. Okay, dankeschön. Das hat mal wirklich noch nicht dieses Gespräch. Das war gut, dass ich das so gemacht habe. Können uns diese Statuen jetzt auch mehr verraten? Oder teleportieren die uns jetzt wieder? Eine starke, lebhafte Stimme ertönt in deinen Geist. Seid gegrüßt, Suchender. Ich bin der Wächter des Mutes. Wenn ihr auf meine Belohnung hofft, so müsst ihr durch das Portal im Süden schreiten. Eine unerhörte schöne Stimme seufzt in dein Bewusstsein. Seid gegrüßt, Avatar. Ich repräsentiere die Verkörperung der Liebe. Wenn ihr Erleuchtung sucht, so müsst ihr den Test der Liebe bestehen. Sein Pfad führt durch das leuchtende, blaue Portal im Süden. Jetzt können wir also durch die Liebe gehen. Das sind die drei Sachen, die wir machen müssen. Ich würde sagen, wir reden jetzt mal mit dir hier. Das hatten wir ja schon. Wir suchen das hier. Und ich glaube, ich sollte jetzt auch mal Übersetzungszauber. Ich hoffe, ich habe einen. Na toll, ich habe keinen Übersetzungszauber drin. Ja, das hätte ich vielleicht noch holen sollen. Von Nystul oder so irgendwas. Könnte man das natürlich so übersetzen. So, Geheimwand. Ja, gut. Aha. Da ist nix. Das ist ein Ogerkopf, eine Trophäe. Können wir aber nicht mitreden. War ja auch ein bisschen absurd, aber er hätte ja sein können. Na gut. Okay. Wir haben hier Reagenzien und Geld. Bin mir nicht sicher, ob wir das mitnehmen sollten. Wenn das der Wahrheit ist, dann sollten wir wahrscheinlich hier eher nichts mitnehmen. Lass es jetzt lieber mal. Wow. Ich glaube, der sollte nicht allzu viel aushalten. Hallo? Versperrt? Okay. Wieso ist der versperrt? Wieso kann ich den... Ach, komisch. Ich kann den irgendwie nicht richtig looten. Ah, doch, jetzt. Bisschen Geld, bisschen Zeug. Nehmen wir mal das Geld mit. Kann mal nicht schaden, denke ich. Die Schuhe brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Wir haben, glaube ich, jetzt jeder... Schuhe drin. Ja. Bis auf die Sumpfstiefel, da bräuchten wir vielleicht noch was. Was ist das da? Ein Amulett. Sollten wir das mitnehmen oder sollten wir das nicht mitnehmen? Ah, ich hätte es so gerne... Ja. Ich glaube, ich muss mir irgendwo mal ein Ding raussuchen. Die Runendings. Moment, habe ich das zufälligerweise hier gerade? Das Runenalphabet. Dass ich das hier übersetzen kann. Ich habe nicht drauf geachtet gehabt. Sonst hätte ich mir noch eine Übersetzungszauber mitgenommen. Aber an den habe ich überhaupt nicht gedacht gehabt. So. Runenalphabet. Schauen wir mal ganz kurz. Was heißt denn das da? Das ist so lange her. Hm,
Nach. Das heißt nach Norden. Nach Norden. F. Das ist doch ein F, oder? Ich glaube, das ist ein F. Nach Norden feuert, wenn ich es richtig gelesen habe. Nach Norden feuert der. Nach Norden feuert der Wer. Das da kann ich irgendwie nicht lesen hier. Vor allem diesen Buchstaben finde ich jetzt auch irgendwie gerade gar nicht. Ah, doch, da. Ist er doch G. Nach Norden feuert der. Der. Der Werk. Der Werk. Komisch. Irgendwie verstehe ich es nicht so richtig. Ja, lass uns mal ganz kurz das Ding hier mal mitnehmen. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen oder nicht. Oh. Das hat sich jetzt verändert. Ich hoffe, das war jetzt nichts Falsches, dass wir das nicht hätten mitnehmen dürfen. Wow. Okay. Nach Norden feuert der irgendwas. Und teleportiert worden. Okay, und wir können auch hier weiterlaufen. Ach, das ist nochmal so ein Vieh. Ja, wegen dem Amulett bin ich mir relativ unsicher gerade. Ach, verdammt. Lass mal den mal sein. Wir sind anscheinend einfach nur nach Norden teleportiert worden, wie es aussieht. Hätte ich das Amulett tatsächlich nicht liegen lassen müssen? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ist das okay? Ich meine, hier kann man nicht viel anders laufen als so, wie wir gerade laufen. Ach, Geister. Machen wir Schaden bei dem Geist? Ich weiß es gar nicht. Ja, machen wir. Da haben wir schon wieder so ein Amulett. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist oder nicht richtig ist. Ich meine, ich habe ja gespeichert gehabt. Von daher können wir einfach mal das auch nochmal nehmen. Dann ändert sich das wahrscheinlich auch. Dann geht's hier weiter. Oder auch nicht. Ah, da kommen wir nicht weiter, wie es aussieht. Nee, da scheint es nicht weiter zu gehen. Okay. Aber wir kommen hier über eine Zugbrücke nach Naja. Irgendwie auch nirgends hin. Wenn ich jetzt wüsste, ob das richtig gewesen ist, das Amulett da mitzunehmen oder nicht mitzunehmen.
Ich hätte ja gesagt gehabt, das gehört so, dass wir das hätten mitnehmen müssen. Kommen wir da rüber? Ja, Tatsache, da kommen wir rüber. Fackel, Dings, Brunnen. Okay. Dann können wir da einfach mal weiter runterlaufen. Schauen wir mal, was dann passiert. Können wir zum Beispiel mal hier reingehen. Was war das gerade eben für ein Geräusch? Keine Ahnung. Jedenfalls haben wir hier ein großes, großes Labyrinth. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir hier eine Karte mal besorgen sollte, um hier, damit wir uns hier zurechtfinden. Oh, ein Buch. Das sieht doch auch gar nicht schlecht aus. Der Kräutersammler Nachschlagewerk. Das hört sich irgendwie uninteressant aus. Haben die irgendwas bei sich? Geld. Das ist egal. Dietriche. Dietriche nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Brauchen wir eigentlich eine Fackel? Wenn wir eine Fackel anmachen, wird es dann heller? Irgendwie sieht es aber hier schon hell genug eigentlich aus. Oh, da unten ist ein Spiegel. AT. Ihr solltet Pinsel und Farben benutzen, Fala. Wir haben aber keinen Pinsel und keine Farbe dabei. Was heißt das hier? AT. Li. Truth. Von hier nach da geschrieben. TRUTH. Wahrheit. Okay. Da ist noch Müll drin. Wir könnten tatsächlich mal versuchen. Passt nicht. Also das ist irgendwie seltsam. Können wir hier, wenn wir das nehmen, einfach was malen? Ist das das Dings, was wir machen müssen? Ja. So. Benutzt die Farben. Ja. Okay. Also, dann benutzen wir jetzt die Farben. Oder den Pinsel auf die Farben. Komisch. Das hat irgendwie nichts gebracht. Entweder benutze ich das gerade falsch. Oder es bringt nichts. Ich weiß auch gar nicht, ob wir da was machen müssen. Die haben eben mal auch irgendwie was gesagt gehabt. Okay, jetzt können wir hier tatsächlich ein bisschen was zeichnen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das bringt nicht wirklich viel. Farben und Ding. Aber es ist trotzdem cool, dass man das machen kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass es wichtig ist, weil sonst, warum soll es sonst hier sein? Ja, es sieht aus wie so ein Vulkan oder irgend sowas. Naja, gut. Irgendwie scheint da aber nicht wirklich was zu passieren. Und da unten war ja nichts mehr. Ah, doch, nee, da geht's noch weiter. Ah,
Da haben wir das nächste Amulett. Von denen liegen tatsächlich ziemlich viele hier. Und keine Ahnung, ob wir die brauchen oder ob wir die nicht brauchen. Moment mal, war da nicht gerade noch Nahrung drin? Ah ne, war keine. So, da haben wir auch schön gemalt. Wir haben 3 Amulette, von denen ich keine Ahnung habe, ob wir sie brauchen oder nicht brauchen. Da haben wir noch einen netten Spiegel, wo wir aber auch noch nicht hingekommen sind. Da haben wir nochmal ein Amulett. Es könnte durchaus sein, dass unsere Aufgabe ist, die ganzen Amulette zu sammeln. Oder müssen wir die liegen lassen? Ich habe keine Ahnung. Von da oben sind wir ja gekommen. Jetzt können wir mal hier weitergehen. Hier waren wir ja, glaube ich, noch nicht. Das ist aber eine Sackgasse. Es sei denn natürlich, es gibt Geheimgänge. Geheime Wände oder sonst irgendwas. Das wäre auch möglich. So. Bin gar nicht sicher, sind wir da schon lang gegangen? Ich glaube, von oben sind wir gekommen. Ich glaube, hier sind wir noch nicht lang. Ah, und genau, und da sind wir eigentlich hochgegangen. Genau, da sind wir schon lang gegangen. Okay. Ja, ich weiß, du wärst langsam hungrig. So, aber hier im Süden waren wir noch nicht. Ich meine, von da sind wir gekommen, aber nicht von der Seite hier. So könnten wir tatsächlich zum Spiegel gelangen vielleicht. Uff. Kompliziertes Teil hier. Da haben wir den Spiegel. Der zerbricht. Ja, das gibt Unglück. So viel da dazu. Ah ja, da waren wir noch nicht gewesen. Nein, da waren wir schon. Also da waren wir schon. Wir könnten jetzt auf die Seite noch rübergehen. Hier waren wir schon, da sind wir auch schon rübergegangen. Sind wir hier schon lang gegangen? Na, da geht's aber nicht weiter. Ja, okay. Also, ich finde es gerade etwas irritierend, was wir hier überhaupt genau machen müssen, was jetzt dieser Test der Wahrheit ist. Der Test der Wahrheit ist, ich habe mich irgendwie verlaufen oder weiß nicht mehr, wo ich genau hin muss. Und im Süden war ja nur dieses eine Ding, wo wir wieder zurückteleportiert werden. Genau. Und da waren wir noch nicht, glaube ich. Was ist denn das für ein Wegweiser? Moment, was steht da? Da steht, dass mein Tablet gerade nicht mitmacht. So.
Fort D folgt dem Feuer, folgt dem Feuer oder so, irgendwie müsste es da stehen. Folgt dem Feuer. Hallo? Irgendwie kann ich mich nicht hier reinbewegen. Okay, das ist wie eine unsichtbare Mauer gerade hier. Also hier ist wie eine unsichtbare Mauer. Da scheint es unsichtbare Mauern oder sonst irgendwas zu geben. Da haben wir eine Truhe. Keine Ahnung, ob wir die aufmachen sollten oder nicht. Falls wir überhaupt hinkommen. Sieht auch nicht danach aus, als ob wir da hinkommen. Ah, jemine. Folgt dem Feuer. Aber ich... Wird es was bringen, wenn wir hier eine Fackel anmachen, um zu sehen, wo die Wände sind? Kannst mal ausprobieren, dann hätten wir ja Feuer. Ah. Andererseits, wir haben ja Feuer. Mit dem Feuerschwert. Von da wird sich das nichts ändern. Nee, da wird sich nichts ändern. Aber das erklärt mir auch, warum... warum es alles so immer so hell gewesen ist. Dank des Feuerschwerts natürlich. Folgt dem Feuer, aber ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Wie findet man hier sich zurecht? Weil die Navigation hier ist doch etwas, wie soll ich sagen, nicht ganz so toll. Wahrscheinlich habe ich da einen Fehler gemacht. Es gibt bestimmt irgendeine Lösung für dieses Rätsel hier. Ich habe es noch nicht gesehen gehabt, wie es geht. So, jetzt kommen wir ja nicht mehr weg. Alles klar, dann würde ich hier mal Schluss machen. Ich muss mal schauen, wie ich das hier alles handhab oder was wir hier genau machen müssen. Ich glaube, das muss ich mal nachschauen. Ich habe nämlich keine Ahnung. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.